gegeben. Amsterdam. Ein melancholisch grauer Glatteismorgen an der Amstel, gleich bei der Macheren Brüch. Erst gegen Mittag wagen sich die Autofahrer auf die Straßen. Wenn sie nicht alle 5 Jahre ihren Führerschein erneuern lassen, wird er ungültig. Das ist lästig wegen der vielen Formulare und Behördengänge, aber man hat sich daran gewöhnt. Richtig ernst wird es erst, wenn man 60 Jahre oder älter ist. Dann muss man sich nämlich alle 5 Jahre vom Arzt untersuchen lassen, auf Herz und Nieren sozusagen, ob man denn überhaupt noch fahrtüchtig ist. Halten Sie die vom Staat verordnete Gesundheitskontrolle für richtig, die Autofahrer über 60? Darf ich vielleicht bitte antworten? Ich bin nicht so gut Deutsch, nämlich. Und er war im Krankenhaus und dann habe ich das in Ordnung gemacht für ihn. Und da muss man zum Arzt gehen, wenn man 60 ist, und dann wird das, um den 5 Jahre, wird das hersehen, ne? Da muss man aufs Neue gehen. Ich finde das notwendig, wenn jeder das lässt untersuchen. Das ist für ihre Gesundheit und die Verantwortlichkeit für sein Gesinn und Familie und auch an das Verkehr. Ein wenig Angst hatte ich auf dieses Moment. Ich hatte ein verletztes Auge. Und bin nur für die Kontrolle bei der Arzt und abwarten, was er sagt weiter. Sie ist zwar noch nicht 60, aber sie lässt sich schon jetzt freiwillig vom Arzt untersuchen, bevor sie die Erneuerung ihres Führerscheins beantragt. Eigentlich brauchte sie ihrem Antrag nur eine Erklärung beizulegen, in der sie versichert, dass sie gesund ist. Der Staat erwartet, dass der Bürger so viel Verantwortungsbewusstsein für sich und die anderen Verkehrsteilnehmer hat, dass er die 9 Fragen des Formulars wahrheitsgemäß beantwortet. Eine Kontrolle gibt es nicht, deshalb wird schon manchmal geschummelt und mancher weiß ja auch gar nicht, dass er krank ist. 38 Punkte umfasst die Untersuchung. Die Funktion von Herz und Lunge, von Augen und Ohren, von Nieren und Nerven wird überprüft. Hat der Arzt Bedenken, untersuchen Spezialisten des CBR, der Zentralen Stelle für den Führerschein in Den Haag, den Patienten noch einmal gründlich und entscheiden dann, ob er seinen Führerschein behalten darf oder nicht. Dann gehen wir eens even kijken. Dann gehen wir hier staan. Hält Dr. van Hasselt die übliche Untersuchung für ausreichend, um die Fahrtüchtigkeit eines Patienten beurteilen zu können? Ich glaube, dass jeder alle 3 Jahre ganz gründlich untersucht werden muss. Erstens. Und zweitens meine ich, dass die Untersuchung für den Führerschein dem Arzt eine Verantwortung gibt, die er nicht tragen kann. Die umständliche Bürokratie der Führerscheinerneuerung hat findige Köpfe auf die Idee gebracht, den zeitraubenden Papierkram zu erledigen, gegen Bezahlung, versteht sich. Zum Service solcher Büros gehört auch eine Adressenliste von Ärzten, die die vorgeschriebene Untersuchung machen. Hält der Leiter dieses Büros mit rund 30.000 Kunden die Untersuchung für Autofahrer über 60 für notwendig? Schließlich ist er daran interessiert, dass seine Kunden ihren Führerschein nicht verlieren. Die Untersuchungen finde ich schon für richtig, aber ich frage mich nur, warum nur die Leute über 60 Jahre. Ne? Ich trage auch eine Brille und ich gehe regelmäßig zum Arzt, bin aber ein schlechter Augenarzt und gehe nicht zum Arzt oder sonst etwas fehlt. Eine Meinung habe ich darüber, man muss eigentlich, sag mal, ab 40, 45 Jahre zum Arzt hingehen. Der ANWB, der Automobilclub der Niederlande, ist mit dem Gesetz über die medizinische Untersuchung nicht ganz zufrieden. Anhand von eigenen Tests meint man nachweisen zu können, dass die 60-Jahr-Grenze nicht zu rechtfertigen ist. Das ist eine ganz sinnvolle Sache, unserer Meinung nach. Und es soll selbst möglicherweise eher gemacht werden. Wir denken ab 40 oder vielleicht 50 Jahre. Jedenfalls die Augentest, die der ANWB durchgeführt hat, weist dahin. Wir haben als ANWB 5.000 Leute untersucht auf Sehschärfe und andere Augenfunktionen. Und das zeigt, dass bei 38% der Autofahrer
die Sehschärfe nicht genügend ist. Das Gesetz reicht also weder Mediziner noch Verkehrssicherheitsexperten. Sie plädieren dafür, es zu verschärfen. Das meinen sogar die Betroffenen. Vor allem, weil es auch noch zu viele Lücken hat. Ich habe das in Ordnung machen können für ihn. Das ist ein bisschen komisch, was? Ja? Aber denn er war im Krankenhaus und ich musste nur eine Erklärung holen beim Arzt, dass alles in Ordnung war. Ich meine, am 60 Jahre ist etwas alt. Ich meine, mit 40 oder 45 anzufangen mit der Kontrolle von den Augen. In den Niederlanden gibt es keinen TÜV für die Autos. Den TÜV für die Fahrer, die regelmäßige medizinische Untersuchung also, stellt niemand ernsthaft in Frage. Im Verkehrsministerium erwägt man, die 60-Jahr-Grenze wirklich herabzusetzen. Schließlich geht es um die Verkehrssicherheit. Ja, ich fand das eben sehr eindrucksvoll, wie die Holländer das gelöst haben. Und es schließen sich eine ganze Reihe von Fragen an, wie wir hörten. Ich möchte jetzt gerne zuerst Sie fragen, Herr Krüger. Sie sind ja noch mit Ihren 71 Jahren, wenn ich so indiskret sein darf, das zu verraten, aktiver Verkehrsteilnehmer. Wie stellt sich das für Sie persönlich dar? Ja, nicht nur als Betroffener möchte ich mich grundsätzlich gegen eine altersmäßige...